Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und die Kiddos sind hier noch an ihren Dingen, Schulprojekten und sie sind schon fertig. Nice. Aber ja, das Video ist schon wieder sehr, sehr knapp. Kurz vor knapp wird es hier noch wahrscheinlich hoffentlich fertig. Man kennt's, ne? Also es ist gerade 13.32 Uhr am 14.11. Und das Video kommt am 14.11. um 17 Uhr raus. Ich werde das hinkriegen, aber wieso mache ich mir immer so viel Stress? Okay, diesmal ist die Migräne schuld, aber trotzdem. Hilfe. Und die Sims 4 ab in Schneeparadies kam jetzt raus. Oh mein Gott, Leute. Ach, ich freue mich einfach so endlich sehr, ne? Also ich meine, die sind jetzt ja noch, also in Part 100 möchten wir ja umziehen. Das dauert natürlich noch eine Weile. Aber trotzdem, ich bin richtig ready dafür. Und auch das neue Update ist ja einfach unfassbar cool. Da! Also da haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben und ich freue mich so, so sehr. Okay, ich habe mir aufgeschrieben, im Donnerstag werden die Kinder, also die Babys, gealtert. Okay, das müssten wir eigentlich noch hinbekommen. Stopp! Was? 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 Warum? Ich bin sehr verwirrt darüber. Warum? Wieso? Oh, wir kriegen wieder Geld durch den Mülleimer. Hardcore, ey. Und sie kann sich ja bei der Lotterie noch anmelden, weil, ich meine, es wäre halt ziemlich lustig, wenn wir mal gewinnen würden in einem Let's Play so. Oder halt generell fände ich es halt immer mal cool, da jetzt zu gewinnen, weil ich habe noch nie gewonnen. Also weder in Sims 3 noch in Sims 4 und das wäre halt schon richtig fancy, ne? Also ich meine, was für ein heftiges Haus könnten wir dann bauen? Also ich will nicht sagen, aber wäre schon krass. Und ihr werdet natürlich alle fleißig lernen. Weil das ist sehr, sehr wichtig im Leben. Besteckpräferenz? Oh, wie cool! Das ist ziemlich cool. Wow! I love it! Das sind so Dinge. Also, es sind so Kleinigkeiten, aber ich find's cool. Ach ja, die Lebensstile sind ja auch new. Oh je. Oh! Mal gucken, ob wir irgendwann mal sowas freischalten mit ihr. Jetzt singt sie ihren Kindern was vor. Schön finde ich das. Wir sind an Verabredung. No, ich habe schon Kinder von dir. Jetzt müssen erst wieder Kinder ausziehen, damit wir neue Kinder machen können. Aber wir sind schon zu 8. Verdammt. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Lebensstile können pro Tag nur begrenzt weiterentwickelt werden. Melody hat die tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. I wanna know. I wanna know. Was heißt denn Obergrenze? Ach so, okay, sie hat jetzt schon so genug getan, damit sie halt etwas freischalten könnte oder so. I don't know. Ich bin gespannt für das, was noch kommt. Hallo, können die Kinder mal nach Hause kommen? Es ist schon nach 15 Uhr. Was macht ihr alle? Okay, hat irgendwer... Ist besser geworden? Ja, York. York, I love you. You did it. Würde halt stinken zum Teenie. Passiert. Okay, versuchen sie einfach nochmal, weil das ist gerade irgendwie abgespackt. Bitte funktionier einfach, okay? Oh nein! Was soll denn das? Oh. Also ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich ihn jetzt manuell zum Teenager mache, aber er resettet sich jedes Mal, wenn er älter wird. Also wenn ich das andrücke. Und das ist halt, das funktioniert so nicht. Deswegen werde ich ihn jetzt in den Creative Sim stecken und dann ihn manuell altern lassen, weil da kann ich jetzt wirklich leider nichts tun. Die Kamera war die ganze Zeit ein bisschen zu hoch eingestellt. Hoppla, es tut mir leid. Wieso ist das schon wieder kaputt? Warum? Ich frage mich wirklich, woher dieses Kacke kommt. Also, was ist, irgendeine Mod hat irgendein Update rausgebracht und das ist sehr, sehr komisch. Also, warum?
kam das hier durch Slice of Life, weil jetzt kam hier nämlich das hier, Toilettenlauf. Ich habe mir nämlich die Patchnotes gar nicht durchgelesen gehabt. Scheinbar kam das vielleicht dazu. Oh, sehr gut, er hat schon Level 3 erreicht. Nice, dann kann er vielleicht am nächsten Tag schon älter werden. Dann kann er ausziehen. Yay. Stimmt, das mit den Gefühlen kam jetzt ja auch dazu. Oh, I love it so much. Ah! You go, girl. Yes, beide haben Level 3 erreicht. Nice, dann können wir vielleicht beide morgen gealtert werden. Jawohl. Oh mein Gott, jetzt kommt die ganze Zeit dieses Geräusch, wenn man auf 3 drückt. Also auf die schnellste Geschwindigkeit. SOS, das ist ein bisschen nervig. Oh, es bleibt. Oh nein. Ich möchte das Spiel aber nicht nochmal neu starten, ey. Dann müssen wir jetzt damit leben, bis zum Ende des Parts. Oh mein Gott, ey. Also mehr ich als ihr zum Glück, aber... Dieses Geräusch macht mich wirklich kirre, ne? Aber der Part ist wenigstens gleich zu Ende. Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass das so nervig sein kann, wenn die ganze Zeit dieses Geräusch ertönt. Der Lotto-Gewinner ist Leila Iles. Okay, schade. Ach, heute ist Donnerstag, ne? Wir können auch die Babys altern. Ups. Aber ich werde die Offscreen umstylen, genauso wie, falls es noch ein Kind gealtert werden muss. Das werde ich dann offscreen machen. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr dafür. So, sie ist engelsgleich. Zachary ist auch engelsgleich. Und Bonnie ist unabhängig. Sehr schön. So, Xavi und Lavenda sind Einserschüler und Abby auch. Schön, dann mache ich das auch nachher. Ich werde die wahrscheinlich privat altern müssen, denn, ja. Also, ich versuche es mit dem Spielneustart nachher, dass die dann vielleicht nochmal vernünftig altern können und nicht über hier, wie heißt es? Über den Creative Sim. Also ist es natürlich ein bisschen doof irgendwie. Aber ich mache das jetzt offscreen. Ihr wisst, ne? Also ich gebe euch dann Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht. Ob das jetzt so eine einmalige Sache ist oder anscheinend generell ein Bug ist. Man weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Und ich style die dann privat um. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!